Hallo ihr Lieben, Straveti Mili, hello dears. So, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne weiter an meinem Projekt und was muss heute dazu kommen? Ganz klar, es ist die Pfingstrose. Ich habe hier eine wunderschöne gefunden und versuche sie jetzt hier zu ergänzen. Ich mag Pfingstrosen sehr, ich habe selber welche. Allerdings wachsen die im Schatten und blühen noch nicht. Aber sie haben wunderschöne Knospen schon, die ich sehr genieße. Und ich habe wirklich überlegt, soll ich jetzt so eine pflücken? Aber es war mir echt zu schade. Es hat mir so leid getan, ich wollte nicht. Also, was habe ich mir gedacht? Ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt und hier eine schöne entdeckt, die so aussieht wie meine, wenn sie blüht. Und freue mich, wenn ich die abzeichnen kann und meine nicht pflücken muss. Ich hätte sie fotografieren können, aber ich habe mich doch entschieden, einfach eine Knospe, also nicht eine Knospe zu zeichnen, sondern eine richtig blühende Pfingstrose, weil die einfach schöner sind, wenn die blühen. Weil, also die Knospe ist auch wunderschön, mag ich auch sehr. Aber wie gesagt, also habe jetzt extra ein Foto hier gesucht. Ja, was ist der Unterschied zwischen einer Rose und einer Pfingstrose? Wenn ihr mich fragt, erkenne ich den Unterschied, aber jetzt, wenn ich die so zeichne, gibt es sehr wenige Unterschiede. Man dreht halt die Blätter um die Rose herum und es ist überhaupt kein Problem, wenn man irgendwie ein Blatt nicht so zeichnet, wie es ist. Das merkt man in der Zeichnung nicht so, also die Rose, die ist total dankbar. Und da kann man beim nächsten Blatt dann einfach das alles wieder gut machen. Ich erfinde auch hier viele Blätter einfach. Also es ist eine sehr, sehr dankbare Geschichte, Pfingstrosen zu zeichnen. Ich würde euch das wirklich auch empfehlen, zeichnet Pfingstrosen. Wenn ihr welche im Garten habt, wenn ihr welche fotografieren könnt oder einfach was Schönes seht. Man kann die wirklich auch später als Postkarte an jemanden verschicken oder verschenken, als lieben Gruß. Ich glaube, jeder Mensch freut sich, also vor allem wir Frauen, Männer natürlich auch, aber wir Frauen sind da einfach Blumenfans. Und jede Frau freut sich über echte Blumen und auch über gezeichnete. Meine Mama ist eher so ein Mensch, der lieber echte Blumen mag. Sie mag meine Zeichnungen, aber sie liebt die Blumen, die im Garten wachsen. Und sie ist auch die Blumen kauft. Also ich komme nicht zum Gartencenter, meistens zeichne ich. Und sie ist der Mensch, der dann die Blumen kauft und auch für meinen Garten. Und daher freut sie mich auch immer wieder. Und mir tut es manchmal leid, dass ich nicht dazu komme, auch mal ihr Blumen zu kaufen, weil sie liebt Blumen und da freut sie sich immer sehr. So, ihr Lieben, jetzt habe ich, glaube ich, 1000 Blätter dazu erfunden. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, weil irgendjemand muss die nachher ausmalen. Aber wir fangen jetzt mal an. Also das war jetzt die schöne Vorzeichnung in rosa. Also ich wollte so ein Pink, also pinkfarbenen Stift wollte ich mir nehmen und die Vorzeichnung schon mal in Pink machen. Erstens, damit ihr das sehen könnt gut und zweitens, weil das einfach eine schöne Farbe ist. Blumen und Pink, Blumen und Rosa, das ist so schön. Ich weiß jetzt nicht, wie er zu Rosa und Pink steht.
Ich sehe es auch an meiner Tochter. Sie war früher ein rosa Mädchen. Alles, was rosa war, hat sie geliebt. Jetzt ist sie älter und alles, was schwarz ist, ist cool. Ich kenne das. Ich war auch so. Ich habe eben, als ich jünger war, also Pubertät und auch später, als man anfängt, so ein bisschen vorzugehen, da merkt man, wie cool schwarz ist. Man sieht damit schlanker aus und überhaupt in der Nacht ist man einfach so ein, ja, es hat eine ganz andere Wirkung. Als ich aus diesem Alter raus war und meinen Mann kennengelernt habe und wir einfach zu Hause blieben, da habe ich dann die Farben langsam gewechselt. Und als ich schwanger wurde, habe ich plötzlich meine Liebe zu Rosa wieder entdeckt. Und ganz ehrlich, das blieb. Ich weiß nicht, ob es hormonell ist oder so, aber dieses Rosa blieb einfach. Und ich will jetzt nicht alles mit Rosa hier zu Hause auch zu malen. Ich mag schon neutrale Farben, weil man damit besser leben kann irgendwie. Aber ab und zu, vor allem wenn die Blumen blühen und ich so viel Rosa und Pink im Garten sehe, da habe ich das Gefühl, dass mir diese Farbe manchmal fehlt und dass ich zu wenig davon habe und dann brauche ich das und dann muss ich wieder mit Rosa malen. Und manchmal ist es so bei den Kinderbüchern, da würde ich am liebsten alles in Pink und Rosa machen. Aber es geht nicht, traue mich nicht, weil es sollte doch neutraler sein und nicht jeder mag so viel Pink und Rosa. Also ich habe da eine ganz eigene Beziehung zu diesem Pink und Rosa. Und ich weiß, einfach aus Erfahrung, dass man diese Farbe mit Vorsicht zu genießen hat. Das ist eine, ich sag mal, typische Frauenfarbe. Ich glaube, es ist hormonell bedingt, dass wir die so lieben. Und ich freue mich sehr, aber wenn Männer auch so ein blasses Rosa tragen, das finde ich sehr schön. Ich weiß aber, dass Pink schon, ja, also mit Vorsicht zu genießen ist. Weil es sehr oft in eine, also wenn es jetzt nicht Blumen sind, sondern irgendwelche, wobei dieses Pink Flamingo, ihr kennt es ja, das ist sehr modern, habe ich auch schon gezeichnet, freue mich auch. Hier ist das hier so, eher so. Also mein Pink Flamingo, das ich gezeichnet habe, da habe ich mich auch in Pink baden können. Das war mir so ein Wunsch. Ich habe mehrere Pink Flamingos. Da könnt ihr mal schauen. Ich kann es euch auch verlinken, aber ich glaube, ich werde hier bei diesen Videos immer nur die Blumen verlinken. Von daher bringt es nicht viel, weil ich nur 5 Sachen hier anbieten kann und das sind meistens Blumen. Aber mal gucken, vielleicht verlinke ich die Pinkus, die nicht Pinkus, die Flamingos. Ja. Hier ist das Blatt am Rand sehr hell und das möchte ich auch so belassen. Aber ansonsten komme ich jetzt momentan total durcheinander. Welches Blatt male ich momentan gerade? Das weiß ich nicht. Aber es ist so die Zeit momentan. Ich kenne das Mai, Juni, also ab März, April schon, sogar ab Februar schon, fange ich schon an, so mich in rosa Sachen umzuschauen. Und dann muss ich die auch zeichnen und plane auch schon die Projekte, damit ich mehr mit rosa machen kann. Ganz komisch. Letztes Jahr hatte ich das auch mit dem Flamingo und dieses Jahr eben mit diesen Rosen. Ich brauche das. Und dann gibt es wieder so blaue Phasen. Genau wie bei Picasso. Er hatte ja auch eine rosa Phase und Periode und eine blaue auch. Nicht, dass ich mich jetzt da mit Picasso vergleiche, aber ich kann ihn sehr gut verstehen, dass er da plötzlich diesen Bedarf hatte, obwohl er ein Mann ist. Aber man sieht, vielleicht gibt es diese Phasen auch, wo man diese Farben entdeckt und unbedingt machen, zeichnen muss. Ich habe auch neulich gesehen von einer Frau, die total grün
fanatisch ist fast. Also alles ist bei ihr grün. So grün, grüne Schals, grüne, grüne Möbel, grüne Wände, alles grün, verschiedene Grüntöne. Und sobald sie irgendwas Grünes sieht, muss sie es kaufen. Ich bin jetzt nicht so der Käufer. Ich muss nicht kaufen, wenn ich etwas... Also natürlich komme ich auch in Versuchung. Aber ich habe das schon als Kind gelernt, da ich ziemlich, ja, in einem, ich bin im ärmsten Land Europas aufgewachsen, in Bulgarien. Und ich habe das zwar nicht so empfunden, weil ich nichts anderes kannte, aber ich weiß, dass es nichts gab. Also das weiß ich noch. Es gab einfach nichts. In den Geschäften gab es nichts. Und auch wenn es was gab, das war schwer zu bekommen oder man musste mit Beziehungen irgendwie kaufen. Und dazu war, dass meine Oma, meine Eltern einfach jetzt nicht im Vergleich, aber ansonsten einfach zu wenig verdienten. Es gab einfach nichts. Man musste sparen und so war's. Und ich habe als Kind immer, also ich habe als Kind einfach gemerkt, dass man nicht kaufen kann einfach so, dass es da nichts gibt und war auch relativ sparsam und habe gelernt, Dinge, die mir gefallen, zu zeichnen. Wirklich. Also das ist, weil ich eben sehr schnell gemerkt habe, Zeichnen macht mich glücklich und es macht mich viel glücklicher als Kaufen. Und weil es so viele Dinge gab, die ich haben wollte, aber die es einfach nicht gab. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, wir hatten nicht viel Fernsehen, es gab zwei Programme und die liefen nur abends. Also ganz anders als hier die Kinder in Deutschland oder meine jetzt aufwachsen. Aber damals gab es nicht viel Fernsehen. Wenn es aber was gab, saßen wir da schon sehr interessiert davor, obwohl auch viel Müll lief und viel Manipulation. Auch zum Beispiel damals in dieser sozialistischen Regierung wurden wir, ja, also wurde versucht, uns das Gehirn zu waschen so ein bisschen. Es gab viele russische Filme und Kriegsfilme und lauter so Geschichten. Aber wenn es was Interessantes gab, so Kinderfilme zum Beispiel oder so Theater wurde abgefilmt und dann ausgestrahlt. Dann habe ich zum Beispiel eine Prinzessin gesehen oder so schöne Sachen. Auch Farbfernsehen, als es das auch schon gab. Denn ich bin mit Schwarz-Weiß aufgewachsen, aber danach hatten wir auch einen Farbfernseher. Da habe ich diese Rose gesehen und so weiter. Und die einzige Möglichkeit, mir diese Welt irgendwie anzueignen, ich meine, wenn die Kinder heutzutage im Fernsehen sehen, oh, so ein tolles Spiel oder das Spielzeug oder tolle Kleider, dann sagen sie der Mama, so ist es auch bei uns zu Hause, Mama, kriege ich das? Und dann kann ich überlegen, kriegen die das oder nicht? Sie sollen sich das erstmal wünschen oder zum Geburtstag, zu Weihnachten oder erstmal eine gute Note irgendwo schreiben, wo es zum Beispiel so ein bisschen bunter ist. Und manchmal bin ich einfach so lieb und sage, ja klar, weil es zum Beispiel nicht teuer ist oder weil es ein Buch ist. Also bei Büchern bin ich immer schwach. Also wenn die Kinder Bücher wollen, dann kaufe ich total gern Bücher. Aber das kennen meine Kinder zum Beispiel so, dass wenn sie was haben wollen, sie wünschen sich das und mehr oder weniger kriegen sie es später. Bei mir war es nicht so, ich konnte mir so viel wünschen, wie ich will. Meine Eltern, erstens konnten sie das überhaupt nicht bekommen. Also das gab es einfach in den Geschäften nicht. Da gab es diese ganze Produktion nicht. Und ich wollte ja meistens Sachen, die wirklich schön sind, die kamen aus dem Westen, also so deutsche Sachen oder amerikanische Produkte. Und da wusste ich einfach, ziemlich schnell habe ich gelernt, das kriege ich nicht. Also habe ich mir das gezeichnet. Ich habe mir wirklich diese Welt gezeichnet, die ich haben wollte. Und das habe ich bis heute so. Das ist geblieben. Irgendwie so, ja, so ein innerer Drang, wenn ich etwas haben will. Ich will ja, ich bin auch so wie alle anderen, ich will auch haben. Bremse ich mich aber sofort
und sag mir, kannst du das nicht zeichnen oder kannst du nicht ein Projekt daraus machen? Dann besitzt du es schon. Und es ist mittlerweile so stark ausgeprägt, dass ich wirklich sehr wenige Dinge haben will. Ich zeichne sie mir, wenn ich sie will. Kleidung brauche ich auch nicht viel. Also es hat sich sehr, überhaupt mein Verhalten gegenüber dem Konsum hat sich sehr geändert, seitdem ich einfach gemerkt habe, also mich macht Zeichnen glücklich und sonst nicht viel anders. Natürlich meine Familie und liebe Freunde oder überhaupt in der Familie, wenn es mir da gut geht, ist alles gut. Und mehr brauche ich nicht. Und ja, und manchmal, wenn ich so sehe, also es gibt so Sendungen über Menschen, die irgendwie Wünsche haben, sich das aber nicht leisten können, denke ich mir, ich hätte da die Lösung. Zeichnet euch das. Natürlich kann man nicht alles zeichnen. Klar, wenn jemand ein neues Handy haben will, ich meine, ich habe auch ein neues Handy im Sinne von, ja, modernes Handy. Ich mache meine Videos damit, ich brauche das auch. Also das, natürlich braucht man das. Aber ansonsten, ja, also früher war es wirklich so, dass ich, als ich Prinzessin werden wollte, es gibt nur wenige Frauen, die Prinzessin werden dürfen. Es gibt nur sehr wenige Frauen, die einen Prinzen heiraten. So ist es nun mal. Aber wir können nicht alle einen Prinzen heiraten, auch wenn man sich das als Mädchen wünscht. Und dann zeichne ich mir das einfach. Ich zeichne mir zum Beispiel London. Ich will nach London oder ich will gerade dort sein, ich zeichne London. Oder manchmal wünsche ich mir, ja, ich wäre in New York, dann zeichne ich mir New York. Ich will einen Blumengarten haben, ich zeichne mir einen Blumengarten, weil meiner ist voller Löwenzahn und ja, ist vielleicht für euch etwas. Also die unter euch, die auch gerne etwas hätten. Das ist ein schönes Gefühl, sich die eigenen Träume zu zeichnen. Weil das glücklich macht, interessanterweise. Man ist in diesem Flow und zeichnerisch ist man glücklich einfach. Und in diesem Kanal geht es ja wirklich nicht um großartig irgendwie Entertainment. Ich zeichne, was ich kann und ich zeige, was mich glücklich macht. Und ich zeige es einen Weg einfach, wie man glücklich wird. Durch Zeichnen, durch etwas machen. Das sind so wenige Dinge, die mich, wo ich weiß, dass die mich glücklich machen. Meine Familie, also wenn die gesund sind, wenn es ihnen gut geht, bin ich einfach beruhigt, ich bin glücklich. Mein Job, weil mein Job eigentlich auch mein Hobby ist und war und meine Leidenschaft, ich liebe das. Und eben das Zeichnen an sich, das macht mich glücklich und davon will ich viel, davon will ich mehr. Und deshalb ist auch dieser Kanal entstanden. Letztendlich habe ich mir gedacht, womit will ich meine Zeit verbringen? Ich habe auch viele Videos geguckt, auch viel gelernt. Man lernt ja viel, wenn man Videos anschaut. Man lernt die Ansichten anderer Leute und so entdeckt man auch viel für sich. Und ich bin durch viele Kanäle so gegangen, wo einem ja auch mehr oder weniger Glück verkauft wird. Mach dies und das und dann bist du glücklich. Und ich habe festgestellt, das ist nicht meins. Zum Beispiel habe ich mir früher sehr gerne auch so Reisekanäle angeschaut, wo die Leute verreist sind und ich dachte, wow, da muss man wirklich, die sind bestimmt, das macht einen bestimmt glücklich, weil ich selber nicht viel verreist bin früher. Ich hatte kleine Kinder, das ging einfach nicht. Also diese Reisetortur mit Flieger, mit Hotel, das wollte ich ihnen nicht antun. Das hat sie nicht glücklich gemacht und somit habe ich es gelassen. Und ich habe so ein bisschen so eine Sehnsucht, so Fernweh habe ich gehabt. Ja, ich will auch mal weg und ich will auch wohin. Und ja, und dann plötzlich waren die Kinder, plötzlich
waren die Kinder älter und dann sind wir auch mal mehr, also da, wo ich hin wollte, da sind wir auch hin und ich habe gemerkt, das ist toll, man genießt dieses Reisen, aber ich bin sehr, sehr gern wieder nach Hause gegangen und ich habe sehr, sehr gern gezeichnet. Und ich habe gemerkt, dass Reisen ab und zu super befreiend, abwechslungsreich ist. Nicht befreiend, sondern abwechslungsreich. Man erlebt wieder vieles, um wieder nach Hause zurückzukehren und zu Hause wieder das zu tun, was einen glücklich macht. Das habe ich für mich so entdeckt. Natürlich erst, nachdem ich gereist bin. Und ich merke jetzt auch, wenn ich so sehe, wie die Leute zum Beispiel ganz weit wegfahren und dort ihr Glück suchen, Thailand, Brasilien. Ja, ich habe neulich einen Film gesehen, wo deutsche Rentner nach Bulgarien gereist sind, um dort ihr Glück zu suchen. Das ist aus anderen Gründen, die können sich das Leben hier nicht leisten. Das ist auch schlimm, finde ich, im Alter, wenn man das nicht mehr kann. Aber ich habe mir dann gedacht, weil ich kenne Bulgarien, ich bin ja da auch geflohen. Bulgarien ist ein schwieriges Land. Also dort sein Glück zu suchen, also wenn man in Deutschland nicht glücklich wird und woanders hin muss, um sein Glück zu suchen, irgendwas, also ich denke mir immer, das ist nicht meins, irgendwas stimmt da nicht. Man muss mit einer Tätigkeit glücklich werden und nicht mit einem fremden Land, mit einer fremden Sprache, ich weiß nicht. Also sicher gibt es Unterschiede, schließlich bin ich auch nach Deutschland und habe dieses Land einfach lieben gelernt. Auch weil dieses Land so ist, wie es ist. Klar kann man glücklich werden, aber das liegt eher daran, dass dieses Land so sicher ist und so viele Chancen bietet. Ich könnte nicht in einem Land glücklich leben, wo ich immer Angst hätte, überfallen zu werden. Oder wo ich immer Angst hätte, ich müsste jemanden bestechen, um irgendein Dokument zu bekommen, denn jeder Mensch, der einem zusteht und so weiter. Ja. Also alle an alle euch, die einfach eine kreative Tätigkeit haben und sie lieben, egal was es ist. Ich schaue mir viele Bastelvideos an, ich schaue mir Kanäle an, wo zum Beispiel Leute Hühner züchten. Das ist eine super tolle Tätigkeit. Die lieben ihre Hühner, die züchten sie, die gucken, wann die Küken schlüpfen und was die Henne so macht. Also wenn jemand irgend so eine Tätigkeit hat, dann nutzt das aus und das ist das wahre Glück, dass man wirklich in so einem Flow, in so einem ja, Fluss oder Strom, wie man das nennt, so im kreativen Fluss ist und einfach da aufgeht. Das ist das wahre Glück für mich. Und natürlich Gesundheit, das ist klar. Aber es ist so, und das habe ich auch festgestellt, bei Menschen, die eine tolle Tätigkeit haben, die werden auch weniger krank. Natürlich ist es auch Schicksal manchmal, es gibt schlimme Dinge, das kann man nicht vermeiden, aber wenn man keine Tätigkeit hat, wird man eher krank, das sieht man oft bei so Langzeitarbeitslosen, weil man so unglücklich ist irgendwie, dadurch, dass man keine schöne Tätigkeit hat, dass man sich nutzlos fühlt und dass man nicht in irgendwas aufgehen kann. Die werden auch eher krank. Und so Leute, die viel zu tun haben und immer wieder neue Tätigkeitsfelder sich suchen und haben, die werden weniger krank, weil, ich weiß nicht, das ist so ein Einfluss, das. Vielleicht, weil die nicht so dran denken und keine Ahnung. Also das ist so Psyche mit Körper zusammen. Oder die passen einfach mehr auf, weil sie Angst haben, krank zu werden. Also mir geht es manchmal so, wenn ich ein Wahnsinnsprojekt bekomme, so wirklich mit viel Zeichnen und Termine stehen schon und ein tolles Projekt, dann denke ich mir so, jetzt musst du aber gesund bleiben, damit du dieses Projekt auch zu Ende zeichnen kannst. Und ich achte mehr darauf, ich achte darauf, was ich esse, ich achte dann darauf, ich muss mich auch mal wieder bewegen, also ich muss wieder raus aus diesem Zeichenmodus. So, ihr Lieben, jetzt habe ich genug gequasselt über das Zeichnen und es ist wirklich so, dass wir jetzt einfach eine nette Pfingstrose gezeichnet haben.
die ich aber noch ein bisschen hier verbinden möchte mit diesem hier. Einfach damit, die nicht einfach so alleine steht. Das will ich nicht, dass die so alleine steht. Aber die Stifte sind nicht gut. Mal wieder das Problem mit dem Grün. Genau. Einfach so, damit die, hier könnte man noch so ein Blatt dazu erfinden. Damit die nicht so alleine steht. Irgendwie so. Das ist jetzt nicht so ganz realistisch hier, aber genau, aber ich wollte hier diese Verbindung machen zwischen und hier könnte man auch sowas, einfach so als Ergänzung. Aber ansonsten ist das jetzt meine Rose. Was mir noch ein bisschen fehlt, aber das mache ich jetzt gleich. So, diese unteren Blätter sind dunkler als die oberen. Hoppala. Aber es ist eine Pfingstrose, ja? Also man sieht schon, das ist nicht Rose, das ist Pfingstrose. Es sind sehr wenige Unterschiede, aber die gibt es. Vor allem, wenn man dran riecht. Also ich kann jetzt das nicht natürlich machen hier. Aber ich musste das nur am Äußeren festmachen. Genau, aber für diese Zeit, glaube ich, könnt ihr auf jeden Fall erkennen, dass das eine Pfingstrose ist. So, das war's. Das ist meine Pfingstrose. Ich zeige euch nur kurz, wie die Illustration jetzt aussieht. Passt die rein? Also die Pfingstrose ist so ziemlich groß geworden jetzt, aber es ist ja auch Pfingsten, ne? Ich wünsche euch alles Liebe und schöne Feiertage und bis demnächst. Eure Dani. Tschüss.